herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einen Kartoffelsalat. Zombie Apocalypse. Passt perfekt zu Weihnachten und man kann Kartoffelsalat in Monsieur Cuisine aus dem Varoma machen, das funktioniert. Ihr braucht dafür den Varoma. 1,5 bis 2 Kilo Kartoffeln, die packt ihr mit Schale gewaschen in den tiefen Varoma. 400 Gramm Joghurt, ein Bund Radieschen, 1 Liter Wasser mit 1,5 Teelöffel Salz für die Kartoffeln, Dill und Petersilie, ein Glas saure Gurken und davon das Gurkenwasser, Gewürze wie Salz, Pfeffer, Chili, alles damit es nachher schön kräftig ist, 40 Gramm Balsamico und 4 Eier nachher zum Anrichten. 20 Gramm Rapsöl und 20 Gramm Olivenöl. Das wird vermischt, das ist nachher fürs Dressing. Könnt aber auch anderes Öl nehmen. Ich hatte welches mit Chili, ist es egal. Ihr könnt auch einfach nur ganz normales Olivenöl nehmen. So, und das war's auch schon. Als allererstes gebt ihr den Liter Wasser in den Mixtopf und gebt da 1,5 Teelöffel Salz zu. Dann nehmt ihr den Varoma mit den gewaschenen Kartoffeln, setzt ihn einmal auf, Deckel drauf und ins Dampfgarprogramm. 35 Minuten ins Dampfgarprogramm bei Stufe 1 und 120 Grad. Einmal Dampfgaren. So kriegen wir jetzt die Kartoffeln gar. Die 35 Minuten sind um, die Kartoffeln sind jetzt gar. Die könnt ihr einmal abschmecken und kalt werden lassen, bevor ihr sie pellt. Das heißt also, ihr nehmt den Varoma einmal runter. In der Zwischenzeit, während die Kartoffeln auskühlen, wenn ihr sowas wie ein Essadesser habt, könnt ihr den gerne benutzen. Ansonsten könnt ihr das auch im Gerät machen. Das heißt, ihr leert einmal den Mixtopf aus, gebt da ein paar Gurken rein. Ich demonstriere euch das jetzt mal, wie ihr das im Gerät zerkleinern könnt. Das Gurkenwasser bitte auffangen, davon brauchen wir noch etwas nachher für den Dressing. Radieschen dazu, Zwiebel dazu, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, wir brauchen noch 2 Zwiebeln. Deckel drauf, Messbecher rein. Und wir starten mit 10 Sekunden bei Stufe 4. Das Ergebnis ist jetzt nicht so berauschend, das heißt, ihr müsst es dann so lange machen, bis ihr die gewünschte Größe habt. Von daher empfehle ich immer mit der Hand oder wie gesagt, ich habe so ein Messer, das geht super schnell. Und vor allen Dingen ist nachher auch alles gleich groß. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch im Gerät machen. Jedenfalls in der Zeit, wo die Kartoffeln abkühlen, bevor wir sie pellen, einmal die Radieschen und die Gurken zerkleinern. Die Kartoffeln sind jetzt noch sehr heiß, das heißt, die können weiter abkühlen. Wir starten mit dem Dressing. Dafür brauchen wir 400 Gramm Joghurt. Könnt ihr einmal einwiegen. Ich habe hier ganz normalen milden Joghurt gekauft. Habe da jetzt auch nicht irgendwie leid 0,1% Fett, weil ich die, die Konsistenz, also diese Dickflüssigkeit gerne hätte. Wem das jetzt nicht so wichtig ist für Dressing, der kann da gerne auch 0,1% Fett Joghurt kaufen. Zu dem Becher Joghurt, ihr könnt den ganzen Becher verwenden, da sind gar keine 500 Gramm drin, so wie es draufsteht, also lassen wir das. Kommen 3 Esslöffel Gurkenwasser. Zwei Teelöffel Petersilie. Wenn ihr frische Petersilie habt, könnt ihr diese sehr gerne benutzen. Ich habe sie leider nicht. Von daher nehme ich gefrorene Gewürze, also gefrorene Dill und gefrorene Petersilie. Und ein Esslöffel oder 2 Teelöffel Fondue. Dann gehen wir einmal wieder auf die Waage. 40 Gramm Balsamico brauchen wir.
einen Teelöffel Salz. Rapsöl benutze ich hier, ich teile das. Und 20 Gramm vom Olivenöl. Dazu kommt ein halber Teelöffel Pfeffer ungefähr. Und wir setzen den Deckel drauf. Und wir vermischen das Ganze für 30 Sekunden bei Stufe 3. Das Dressing einmal abschmecken, aber das ist richtig gut. Dadurch, dass ich ein bisschen Chili-Olivenöl mit drin habe, ist es ein bisschen kräftiger. So. Dressing ist jetzt fertig. Jetzt könnt ihr euch ans Kartoffelpellen machen. So ziemlich die schlimmste Arbeit an einem Kartoffelsalat. Dann schneidet ihr sie einfach in Stücke, in Würfel, in Scheiben, so wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr die Kartoffeln mit dem Gemüse vermischt habt, kommt das Dressing dazu. Ihr schmeckt das noch einmal ab und ihr vermischt das alles mit den Kartoffeln. Das sieht schon richtig lecker aus. Jetzt könnt ihr das mit den Eiern schon anrichten. Und fertig ist der super leckere Kartoffelsalat, der perfekt zu Weihnachten passt, der auch zwischendurch einfach mal super gut geht, vor allem mit diesem Joghurtdressing. Man hat einfach so diese Möglichkeit, es scharf zu machen, es nicht so scharf zu machen. Und es ist mal was komplett anderes als dieser Salat mit Mayonnaise. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmachen. Euch schmeckt das? Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal.